Okay, Paul, ich habe eine kurz kleine Aufgabe für dich heute. Und zwar möchte ich das hier ein bisschen weihnachtsgetreuer hier ein bisschen einrichten oder sowas. Ja, dass wir hier irgendwie so Lichterketten oder sowas haben oder keine Ahnung. Irgendwie so Weihnachtsbäume, damit der Weihnachtsmann uns Geschenke geben kann oder keine Ahnung. Also ich lasse dir da komplett deine Kreativität, lieber Paul. Du kannst dich dann mal hier so ein bisschen drum kümmern. Kannst ja auch ein paar Hühner spawnen, so wie du Bock hast oder sowas. Und ja, ich würde jetzt mich erstmal um hier mein Dingens hier kümmern. Um mein Drachennest, liebe Leute. Denn es sieht nämlich so aus, dass hier die Drachen noch nicht ganz geschlüpft sind. Ja, weil mir haben auch ein paar Leute in die Kommentare geschrieben, so, yo Lars, du hast ja so einen klitzekleinen Fehler gemacht, und zwar ist es nämlich nicht so, dass sie das Drachenei schlüpft, wenn da Dingens ist, wenn da Feuer drüber ist oder sowas, sondern das Drachenei schlüpft erst, Leute, wenn es im Wasser steht oder beziehungsweise wenn es jetzt habe ich es kaputt gemacht. Okay, wir müssen jetzt hier erstmal den Waterbucket nehmen, Leute, das ist so krass, wir haben einfach 4 Drachen. Wir haben, gottverdammt nochmal, 4 Drachen, Alter, das ist so nice. Leute, wirklich, das ist richtig cool, und mir haben auch ganz, ganz viele Leute in die Kommentare geschrieben, dass ich hier Mopsy, Flopsy und Dopsy die einfach nennen soll. Dopsy. Dopsy, ja, keine Ahnung, Leute. Ihr könnt noch mal ein bisschen weiter in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwelche coolen Namen oder sonstiges habt ihr für meinen kleinen neuen Drachen hier, für den kleinen roten. Ich kann ihn noch mal kurz zeigen. Und zwar ist es der hier, nämlich der kleine Pupsi hier. So, zack. Und zwar ist es der hier, Mopsy, Flopsy und Dopsy können wir den nennen. Keine Ahnung, also so wie ihr Bock habt oder so, das können wir die halt mal ein bisschen umbenennen. So, zack. Dann stellen wir den hier rein und dann lassen wir hier das Wasser drauf. Und dann sollte das Wasser irgendwie gefrieren, haben einige Leute zu mir gemeint. Okay. Und dann sollte eigentlich hier der Drache nach einer gewissen Zeit halt einfach schlüpfen. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das Ganze dauern wird, Leute. Aber ich bin mal wirklich gespannt, ob der jetzt hier noch in der nächsten Zeit wachsen wird. Hä? Lol? Hä? Hä? Was ist gerade passiert? Warum ist das Drachenei geklont worden? Lol. Okay, ja gut, also ich meine, ich sag jetzt nichts irgendwie großartig dazu. Ich lasse das jetzt einfach mal da stehen, Leute. Wollen wir das behalten? Das ist doch voll der Bug gewesen gerade. Lol, okay, okay, okay. Ich meine, ich will mich jetzt nicht irgendwie großartig beschweren oder sowas, dass wir jetzt hier so 2 neue Drachen, Baby-Drachen-Eier haben oder sowas in der Art, aber lol. Was war das denn gerade? Das Ei, das Drachenei hat einfach ein Drachenei bekommen, Mann. Was für ein Bug war das denn? Egal. Ja, genau, Leute. Das Ganze sieht nämlich so aus, dass hier in der Mitte, nämlich der gute alte Flow, der gute alte Flowpo, hat nämlich in der Mitte ein bisschen was umgebaut. Ich will nur mal kurz schauen, ob wir heute irgendwelche Quests erledigen können. Stimmt, doch. Ich habe eine Quest, die ich heute erledigen möchte. Die werdet ihr aber erst zur Ende der Folge sehen. Oh, wann schlüpfst du denn, du kleiner Pupser? Okay, egal, Leute. Egal, egal, egal. Ich lasse mich jetzt davon nicht ablenken. Wir schauen mal, was Paul hier so ein bisschen in der Zeit jetzt gerade hier schon aufgebaut hat. Paul, hast du schon ein bisschen was aufgebaut, das würde mich mal wirklich interessieren. Alter, hier dieses, Leute, jetzt mal wirklich, dieser Wald. Ich habe mich darum gekümmert, dass er weg ist und er ist einfach wieder da. Irgendwie, ich weiß nicht, ist einfach, er wurde, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach mega nervig, weil ich komme jetzt eigentlich gar nicht mehr in meine Haustür rein. Guck mal hier, ich habe hier ganz viele Birdnests gesammelt und habe hier ganz viele Saplings und sonstiges, Leute. Hier ist nichts drin. Aber ich komme gar nicht mehr in mein Haus rein, Mann. Hier, ich buddel mich jetzt einfach mal hier so durch. Lol, Alter, was ist denn das? Mann, es ist so nervig. Ich komme jetzt gar nicht mehr in mein Haus rein, weil das einfach, beziehungsweise in meine Burg, in Anführungsstrichen, oder in meine Festung, so. Ich komme jetzt einfach gar nicht mehr. Oh Mann, ich komme hier nicht durch. Paul, warte auf mich. Ich bin gleich da. Ich muss mich hier wie Dings hier wie so ein Buschmensch so durch den Busch kämpfen. Aber das hier sieht cool aus, Mann. Also das hier, muss ich wirklich sagen, sieht ganz nice aus hier mit diesem, mit diesem Durchgang hier über der Brücke oder sowas. Aber hier können wir, glaube ich, gar nicht mehr durchlaufen, oder? Hier geht es nämlich nicht mehr durch. Nice! Mega cool! Dankeschön an denjenigen, der das war. Ich weiß auch, wer das war. Ja, Leute, ihr braucht mir nicht in die Kommentare zu schreiben oder sowas. Aber, Paul, warte mal. Wo? Mann! Ich komme hier nicht durch. Alter, das ist schon voll der weite Weg hier. So, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich würde jetzt gleich sogar sagen, dass wir uns in die Stadt teleportieren und da ein paar Dinge erledigen. Warte mal, wir können auch eigentlich hier den Fahrstuhl nehmen. Zack. Können wir auch nochmal nehmen. Zack, hier und dann hier. Paul, hast du schon mal ein bisschen was eingerichtet hier? Paul, bist du da? Hello. Hello. Okay, anscheinend ist Paul jetzt gerade irgendwie nicht da. Egal, Leute. Dann gehen wir jetzt einfach mal kurz in die Mitte. So, zack, hier hoch. Gehen dann einfach mal kurz in die Mitte und alles klar. Also, für die Leute, die die letzte Folge gesehen haben, wissen natürlich, dass ich hier in der Stadt ein bisschen so Verschönerungsarbeiten... Oha! Lol, warum haben die beiden eine Mütze? Oh, ich habe auch eine Mütze an. Ah, oh, wie cool ist das denn, Mann? Wir sind jetzt so... Ich bin irgendwie immer noch so dieses Mädchen, aber ich habe jetzt halt einfach eine Mütze noch drauf an oder sowas. Ich bin jetzt irgendwie so der weibliche Weihnachtsmann, kann man sagen, oder sowas. Na, hat keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall mega cool aus mit diesem geschminkten Gesicht hier noch, mit diesen Wimpern und sowas. Und dann mit der Mütze. Aber ich muss wirklich sagen, sieht richtig cool aus, Leute. Sieht richtig, richtig cool aus. Das ist eine ganz witzige Idee hier an sich. Wie habe ich ja in der letzten Folge diese komischen Veins da aufgehängt? Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau den Namen. Und ich habe auch mit Roman...
geschrieben und sowas. Und ich habe dann gefragt, so, yo, Roman, ist das eigentlich normal, dass in deinem Shop hier 35 für ein einziges Herz oder sowas kostet? Und er hat gemeint, so, nein, das ist irgendwie ein Fehler und sowas. Und wir werden den Fehler beheben und so. Und ich werde dann halt auch das, was ich hier bezahlt habe, dann auch bekommen. So, dann haben wir uns hier nochmal drum gekümmert, dass die Biome hier ein bisschen anders gemacht werden. Weil ihr seht schon, Leute, weil hier ist nämlich das Gras irgendwie viel, viel heller als hier drüben, ne? Weil ihr seht hier, das ist hier nämlich das Weihnachtsbiom, ja? Dann ist hier nämlich das normale Biom. Hier ist nämlich schön Weihnachtsbiom. Wir haben hier nämlich ein schönes Weihnachtsbiom hingepackt, Leute, damit das Ganze halt auch sehr, sehr weihnachtlich hier aussieht. So, genau, was wollte ich jetzt noch machen? Ich wollte nämlich den Shop zeigen. Hier hat sich, glaube ich, nicht wirklich viel verändert, außer halt die Mützen, die mega, mega cool sind, nebenbei erwähnt, nehme ich nochmal. Dann habe ich nämlich in der letzten Folge hier hinten diesen Dingsbums da gebaut, nämlich den, gleich sage ich es euch, den Kalender, genau, diesen Adventskalender habe ich ja hier hingebaut und sowas. Und ich weiß ganz genau, dass da schon sich ein paar Leute dran bedient haben. Also ich glaube, Roman hat sich da dran schon mal bedient und Flo hat sich auch schon mal da dran bedient. Ich kann mal gerade schauen. Heute ist nämlich der 4., an dem ihr das Video seht. Und zwar ist hier schon alles rausgenommen. Hier ist auch schon alles raus und hier auch schon. Oha, Alter. Also ich muss wirklich sagen, die zwei sind echt fleißig, was das Ganze angeht. Finde ich richtig cool, dass er so genutzt wird, der Adventskalender. Und Leute, ihr könnt ja in der nächsten Zeit sehen bei den beiden, was denn so in den nächsten Türen hier so drin ist oder sowas. Ja, könnt ihr mal euch das ein bisschen genauer dann einfach bei denen auf dem Kanal anschauen. So, hier haben wir halt noch diese ganzen Verschönerungen und sonstiges, was wir so in der letzten Folge gemacht haben und sowas. Ihr wisst Bescheid, Leute. Flo hat nämlich, soweit ich weiß, auch nochmal sein Dingens hier auch nochmal ein bisschen verändert und sowas. Hier seinen Shop, weil er ist jetzt blau irgendwie und hat dann da oben. Ne, die Melone war, glaube ich, auch schon vorher. Egal, auf jeden Fall hat er seinen Shop blau gemacht. Das ist halt alles ein bisschen weihnachtlich eingerichtet. Dann haben wir hier den gut alten Chaos Joe 44. Was verkauft er? Achso, der verkauft halt immer noch diesen Krimskrams hier von den letzten Folgen und sowas. Aber da haben wir auch schon hier dieses Ei hier gekauft, ne? Für 100 Dollar übrigens nebenbei Event. Das ist schon ein bisschen teuer. Dann haben wir hier irgendwelche Geschenkpapiere. Geschenkpapier, Geschenkpapier. Dann haben wir eine rote Mütze. Ich hätte schon Bock auf so eine Mütze, Leute, weil irgendwie muss ich sagen, mein Skin ist jetzt nicht so prickelnd, wenn man das mal so sagen kann. Ja, deswegen werde ich, denke ich, mir mal einfach mal eine Mütze kaufen. Wie viel Geld habe ich überhaupt noch in meinem Portemonnaie, Leute? Ich muss wirklich sagen, ich bin der Einzige, der hier so wirklich viel der hier wirklich viel Geld ausgibt hier in dem Ganzen. Ja, aber ich muss sagen, Leute, ist alles in Ordnung, ist alles ready to get it. Welche Mütze wollen wir nehmen? Wir nehmen eine rote, glaube ich, damit wir hier change. Da kriegen wir hier erstmal den 20 wieder. Genau. Zack und zack. Perfekt. Dann können wir jetzt hier eigentlich die Mütze anziehen. Man kann die gar nicht anziehen. Ich dachte, man kann die anziehen. Oh nein, ich dachte, man kann die anziehen. Och, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Man kann die halt nur platzieren, Leute. Deswegen werden wir die, denke ich mal, auf irgendeinen lustigen... Können wir nicht eigentlich das hier so auf den Kopf platzieren oder sowas? Guck mal, wenn wir hier das... Ja, ist dann halt eine schwebende Mütze, würde ich mal sagen, ne? Egal, wir nehmen das jetzt einfach mit und dann überlegen wir uns einfach, wo wir die dann hinsetzen oder sowas in der Art, keine Ahnung. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da eine lustige Idee habt, weil ich dachte eigentlich, dass man hier mit den, mit diesen Klamotten beziehungsweise mit diesen Dingens hier, dass man das sich auf den Kopf setzen kann oder sowas, aber irgendwie funktioniert das Ganze dann doch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Soweit ich weiß, hat, glaube ich, Flo noch mal ein bisschen was umgeändert. Hier ist nichts verändert, aber ich glaube, er hat noch mal was in seinem Museum. Ich glaube, das hat er mir nämlich auch geschrieben, dass er irgendwas in seinem Museum geändert hat, Leute. Wollen wir uns das angucken? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass wir uns das angucken, aber es kostet halt alles so viel Geld. Aber Leute, wer Spaß haben will, der muss auch zahlen dafür. Hä, wo ist eigentlich mein 20? Mein 20 ist weg. Ich hatte doch eben noch ein 20 gehabt. Oh Mann, oh Mann, ich werde pleite noch, Leute. Ich werde wirklich noch pleite. So, dann nehmen wir jetzt hier uns mal die Eintrittskarte raus. Dann holen wir uns jetzt hier nochmal das Exchange raus. So, dann machen wir das hier mal da rein. Dann haben wir jetzt hier einmal einen Eintritt, Leute, weil wir wollen natürlich alles richtig hier abbezahlen und sonstiges. Und dann gucken wir uns jetzt einfach mal das Ganze hier an. Das hier finde ich richtig nice, Mann. Das ist so, das erinnert mich ein bisschen an so ein Spiel, an irgendwie so ein, an irgendein Videospiel oder sowas. Ja, der irgendwie so ein Gameboy-Spiel oder so. Oder vielleicht auch vom Nintendo DS oder sowas. Keine Ahnung. Das ist jetzt nämlich der Nordpol. Dann haben wir hier den Winter. Ja, ich weiß, Leute, dass das Winter heißt, aber der Winter. Da haben wir hier, oh, Aurora, Alter. Mega schön sieht das aus. Leute, ich würde mal so gerne die richtigen Polarlichter sehen. Ohne Witz, ich würde mir mal so gerne, würde ich mal einfach so dahin fahren und würde mir die Polarlichter angucken. Ich glaube, das ist irgendwie durch, durch Elektroden oder sowas in der Luft. Ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwie durch so elektronische irgendwas ist da nämlich in der Luft. Irgendwelche Sachen sind in der Luft und das Dings, das bricht dann irgendwie das Licht und sowas und deswegen leuchtet das dann. Also für die Leute, die es nicht wussten, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen oder irgendwas mit elektronischen Dings muss hat das zu tun und mit der Sonne und so ein Kram. Dann ist hier der Wintermond. Sieht auch auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Der Wintermond ist so wunderhübsch. So, dann haben wir hier ein Igloo. Das ist ein bisschen komisch, würde ich sogar sagen, weil hier ist irgendwie so grün
Grünzeug. Also hier ist so voll viele Pflanzen und sowas gewachsen. Und dann ist hier auch noch so voll das schöne Wasser und sowas. Ich weiß, Leute, das ist Fantasy. Aber trotzdem, irgendwie ist es... Das ist einfach ein Regenbogen. Und da sind zwei Monde. Okay, ja. Sieht schön aus, gefällt mir ganz gut. Dann haben wir hier nämlich Glitzer. Das ist ein sehr einfallsreicher Name hier. Glitzer, es ist halt einfach. Der glitzert einfach nur so durch die Gegend. Dann haben wir hier Berge. Das ist irgendwie in so einem, ja, perfekten Loop, Leute, oder? Da könnte man irgendwie so ein Fahrrad dann da hinstellen. Wisst ihr, wie ich meine? So von der Seite. Und dann könnte man irgendwie so tun, als würde man so Fahrrad fahren. Versteht ihr? So, ich fahre ganz lange Fahrrad. Genau. So, wenn wir jetzt hier hochgehen, schauen wir einfach mal, was es hier noch so gibt. Und zwar haben wir hier eine Eule. Boah, Eulen sind so cool, Mann. Dann haben wir nochmal den Nordpol. Dann haben wir hier das Dorf. Da ist auch nochmal ein Regenbogen. Sieht mega lustig aus. Ist einfach so im Schnee ein Regenbogen, Leute. Eigentlich entstehen ja Regenbögen, wenn es regnet und gleichzeitig die Sonne scheint. Aber da scheint halt irgendwie die Sonne und regnet irgendwie nicht so wirklich oder sowas. Keine Ahnung. Dann haben wir hier Flocken. Sieht auch ganz cool aus. Die Flocken. Oh, guck mal. Bewegt sich das Wasser auch da hinten oder sah das jetzt gerade nur so aus? Oh, nee, das sah nur so aus. Dann haben wir hier Pink. Einfach nur... Pink, ja, Pink sieht sehr, sehr schön aus. Dann haben wir, boah, ein Rentier. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an den, von Harry Potter, an diesen Patronus, ne, heißt es doch, ne? An den Patronus von Harry Potter erinnert mich das irgendwie. Und da ist irgendwie so ein kleines Mädchen oder sowas, die halt hier dem Patronus zuguckt. Das gefällt mir richtig gut. Ist es ein Rentier oder ist es ein, ich glaube, das ist tatsächlich ein Rentier, weil man sieht es, man betrachte dieses Riesengeweih mit den wunderschönen Dings dran, mit den wunderschönen Weihnachtsverzierungen und sonstiges. Dann haben wir hier Skihorn. Skihorn haben wir hier, obwohl das eigentlich ein Typ ist, der Snowboard fährt, aber lässt sich drüber streiten, ne? Wollen wir jetzt nichts zu sagen. Dann haben wir hier nämlich auch noch Weihnachten. Weihnachten haben wir hier und da ist hier so ein kleiner Hund. Guck mal, der schläft, seht ihr das? Der atmet sogar ganz süß hier und der zuckt so ein bisschen mit seinem Ohr. Oh, mega schön. Das wünschte ich mir auch, Leute. Einfach so am Feuer sitzen. Guck mal, der kriegt auch sogar ein Geschenk. Der kriegt sogar so einen kleinen Knochen, Mann. Richtig goldig. Okay, gefällt mir alles super duper gut, muss ich sagen, ja, aber ich glaube, das Beste ist unten das Aurora, das hier gefällt mir nämlich richtig, richtig gut, Leute, weil sowas finde ich in Real Life auch mega, mega interessant und mega, mega cool, aber ich will mich jetzt hier auch nicht weiter davon abhalten lassen, nämlich das Ding heute zu machen, was ich hier nämlich machen wollte, meine Damen und Herren, und zwar wollte ich jetzt erstmal kurz zu Pauli Polenski gehen und gucken, was er so für Sachen gebaut hat. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt, was aus unserem kleinen Babydrachen geworden ist, Leute, weil wir waren jetzt schon ein bisschen länger weg und gucken jetzt einfach mal, wie das dem kleinen Racker hier nämlich aussieht. Hey! Wo ist er hin? Hat ihn jemand geklaut? Hallo? Alter, irgendwie ist er verschwunden. Wo ist er hin? Ich habe Angst, dass er abgehauen ist und dann hier irgendwann groß wird und ohne Eltern groß wird. Oh oh. Ich glaube, das ist ganz und gar nicht gut. Hätte ich dabei sein oder hätte ich dabei bleiben müssen, Leute, wenn der Drache schlüpft? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen, glaube ich. Lol. Jetzt habe ich einfach schon wieder zwei Dracheneier bekommen. Was ist das denn für ein Bug? Lol. Okay, ich sage jetzt einfach mal nichts dazu. So, so, so. Wir kommen gleich hier nämlich noch zu den ganzen anderen hier, was ich nämlich schon zu Anfang der Folge gesagt hatte. Nämlich wollte ich nämlich etwas ganz, ganz Besonderes bauen. Dann werde ich mich, glaube ich, nach der Folge hinsetzen und werde dann einfach dabei stehen bleiben, wenn hier die kleinen Dracheneier schlüpfen oder sowas. Ich habe jetzt halt einfach wieder zwei Stück. Ich weiß jetzt nicht, ob man die irgendwie so zusammenschmelzen kann. Geht es, dass man die... Ne, irgendwie geht gar nichts damit irgendwie. Keine Ahnung. Wie dem auch sei, Leute. Ich würde jetzt sogar sagen, dass wir mal kurz zu mir gehen und werden dann mal schauen, wie der gute alte Pauli Polenski hier ein bisschen die... Oha! Oha, guck mal. Alter, voll schön. Oh mein Gott. Alter, Paul. Oha, oha, wer ist denn da? Warte mal, ich laufe jetzt hier erstmal kurz nochmal diesen ganzen Weg hier durch. Oh, das ist so mega nervig, Mann, hier mit dem ganzen... Oh, okay, wir haben es, glaube ich, geschafft. Ja, perfekt, Omatico. Alter, guck mal, das sind so blaue Blätter und sowas. Sieht ja mal ultra nice aus, Mann. Alter, Paul, wo bist du? Alter, mega fresh. Was hast du denn hier gemacht, Mann? Das sieht richtig, richtig cool aus. Also ich bin wirklich, muss wirklich sagen, ich bin sehr stolz auf dich. Vielen lieben Dank an dich da, Paul. Zeig mal, was du noch so alles gebaut hast. Alter, das sieht ja richtig cool aus, Mann. So, warte mal hier. Wir können eigentlich easy hier den Fahrstuhl immer benutzen und so. Oh, hier ist es aber ganz schön rutschig, Paul. Da muss man aber aufpassen. So, hier hoch, dann hier hoch. Okay. Alter, sieht voll hübsch aus hier. Das sieht richtig gut aus. Was haben wir hier? So dieses Dingens hier, die Brücke. Da kann man sich jetzt so... Ach, guck mal. Ach, lol. Sein Gesicht ist jetzt so Dingens hier. Mit der Weihnachtsdekoration. Gefällt mir richtig gut, Mann. Hast du echt gut gemacht. Kann man eigentlich echt so lassen jetzt hier bis nächstes Jahr Winter wieder, ne? Kann man eigentlich echt so lassen. So, was hast du noch gemacht? Hier, das hier drinne und so weiter und so fort. Was hast du hier oben? So noch irgendwas Besonderes? So, hier... Ah, okay, hier fällt es sogar ins Dach rein, Paul. Das hast du echt super toll gemacht, ja. Da haben wir die Weihnachtsdekoration draußen und drinnen, ne? Sieht richtig nice aus. Oha!
Alter, ein Weihnachtsbaum. Ist es ein, soll das ein Shrub sein oder ist das ein Stern? Ist es so ein halber Shrub und ein halber Stern ist das, ne, was du da gemacht hast. Sieht echt cool aus, Mann. Also da hast du dich wirklich selbst übertroffen jetzt hier. Und da kann man dann da Geschenke hinpacken, wie zum Beispiel hier ein Brot oder sowas, falls du dir ein Brot gewünscht hast zu Weihnachten. Oder was noch? Hier ein Slimeball. Dann haben wir hier ein Dragon Command Stuff. Nein, der gehört mir, den brauche ich wieder selbst. Dankeschön. echt cool gemacht. Wirklich, wirklich nice, Mann. Jetzt würde ich sogar sagen, Leute, dass wir uns um das kümmern. Ah, ich falle runter. Oh, okay, ganz vorsichtig, Paul. Jetzt würde ich sogar sagen, dass wir uns um das kümmern, was ich nämlich zu Anfang der Folge gesagt hatte. Und zwar nämlich, liebe Leute, habe ich nämlich gesagt, dass wir hier etwas bauen werden. Und das geht darum. Moment, wo ist die Quest? Moment, wo ist es denn? Hier. Baue ein Haus aus einer Banane oder baue eine Banane aus einem Haus. Was? Ihr wisst schon, was ich meine. Hier ist nämlich die Quest. Hier, baue ein Haus in einer Banane. Genau, darum werden wir uns jetzt kümmern. Alles klar, Leute. Ich denke mal, ich bin so weitestgehend fertig geworden. Ja, ich werde natürlich noch ein paar Veränderungsarbeiten und sonstiges daran führen, liebe Leute. Aber ich denke mal, es ist schon in Ordnung, was ich jetzt hier gebaut habe. So. Und zwar passt das Thema absolut nicht zu Weihnachten. Ja, eine Banane. Ich habe ja hier jetzt die Banane gebaut. Und es passt halt absolut gar nicht zu Weihnachten. Aber Leute, seid ihr bereit? 3, 2, 1, wow! Ja, da ist die Banane. Ich habe hier eine Banane hingebaut. Ihr seht schon, irgendwie war das Bananenhaus ein bisschen zu groß. Und deswegen ist ein klitzekleines bisschen was hier unter den Stein geraten. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Man sieht, glaube ich, dass es eine halbe Banane sein soll. Sieht auf jeden Fall mega cool aus, Leute. Und man kann da drinnen sogar leben, ja. Und zwar habe ich hier eine Tür mit dem guten alten Paul reingebaut. Dann haben wir hier auf jeden Fall ein paar Kisten, die wir jetzt hier gemacht haben, mit einer Frame Chest. Dann kann man hier sich so hinchillen. Kann dann hier einfach nur so... Oh! Durch die Decke packen. okay. Das war jetzt irgendwie nicht so geplant. Aber Leute, wie gesagt, das Haus ist noch in der Beta-Phase, ja. Man kann auf jeden Fall sich dann hier hinsetzen, kann dann hier so ein bisschen aus dem Fenster schauen, wenn man irgendwie Lust hat, so den Drachen zuzugucken oder sowas. Dann geht es hier nämlich noch in einen zweiten Raum, Leute. Ja, es ist riesengroß. Ja, ich habe nämlich zwei Zimmer hier drin. Dann geht es hier nämlich ab ins Schlafzimmer. Und wenn man dann müde ist oder sowas, kann man sich dann einfach hier reinlegen. Oh, New Spawn Pulse has set. Okay, ja, was soll ich dazu sagen, ne? Vielleicht könnte man hier dann nochmal irgendwie ein paar Lampen oder sonstiges reinmachen oder wenn ihr irgendwelche coolen Ideen habt, gerne damit in die Kommentare. Aber Leute, ich würde mal sagen, damit haken wir jetzt hier die Quest ab, meine Damen und Herren. Und ich würde sagen, wir sehen uns auch hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Minecraft Dragon. Und ich würde mal sagen, hier, die 20 Punkte haben wir jetzt eingesagt. Nächste Folge holen wir uns dann die 20 Punkte. Schaltet doch auf jeden Fall wieder am Mittwoch ein zu einer neuen Folge von Minecraft Dragon, meine Damen und Herren. Und ich würde mal sagen, haut da rein, Leute. Ciao! Wow! Alter, was war das?